Star Citizen ist 10 Jahre alt. Naja, also genau genommen ist die erste Ankündigung von Star Citizen 10 Jahre alt. Das Projekt selbst nahm nämlich schon 2010 langsam Gestalt an, doch am 10. Oktober 2012 stellte Wing Commander-Veteran Chris Roberts dann endlich seine Vision von einem neuen großen Weltraumspiel der Öffentlichkeit vor und seitdem klingelt die Kasse. Gerade hat das Projekt die 500 Millionen Dollar Grenze überschritten. Star Citizen ist 10 Jahre später zwar längst noch nicht fertig, das Story-Prequel Squadron 42 in der Versenkung verschwunden und allein die Erwähnung des Projekts ruft meist in Windeseile Fans und Kritiker auf den Plan, die dann manchmal ganz zivilisiert miteinander diskutieren und sich andermal wohl am liebsten an die Gurgel gehen würden. Doch egal, ob man nun an den großen Traum von Star Citizen glaubt oder nicht, an einer Wahrheit kommt man nicht vorbei. Das Spiel ist ein Phänomen. Und deshalb lohnt sich der Blick auf die letzten Jahre ganz besonders. Welche Versprechen wurden gemacht, welche erfüllt und welche Träume liegen noch in ferner Zukunft? Antworten liefert uns mal wieder Patrick aka Knebel, der auf seinem YouTube-Kanal knebel.de und auf Twitch bei knebel.tv die Entwicklung von Star Citizen mit News, Guides, Gameplay und Talk-Formaten begleitet. Schaut also gerne mal bei ihm vorbei, wenn ihr euch für Star Citizen interessiert. Die Links zu seinen Kanälen gibt's in der Videobeschreibung. Und jetzt überlasse ich Knebel das Wort. Ja, 10 Jahre Star Citizen, das ist eine wirklich lange Zeit. Passend zum Jubiläum soll nun mit Alpha 3.18 auch endlich eine neue Technik online gehen, um uns näher an die Vision von damals heranzuführen. Doch dazu kommen wir später noch. Jetzt gibt's erstmal einen Blick zurück auf die vielen Höhen und Tiefen der vergangenen 10 Jahre. 2012 ging es mit diesem Video los. Chris Roberts zeigte eine Art Demo-Level zu seinem neuen Projekt Star Citizen. Er beschrieb das damals als Space Combat in einem persistenten, offenen Universum. Jeder Spieler sollte seinen eigenen Weg gehen können, egal ob in einer militärischen oder zivilen Laufbahn, als Industrieller oder als Händler oder sogar als Pirat oder Outlaw. Es sollte diverse Fraktionen, Missionen und NPCs geben, kurz gesagt ein Freelancer 2.0 als MMO. Gleichzeitig sollte es auch noch eine Story-Kampagne im Stil von Wing Commander geben, inklusive jeder Menge Zwischensequenzen und Space-Opera-Inszenierungen. Und das war Squadron 42. Zur Finanzierung hatte sich Roberts keinen klassischen Spiele-Publisher als Partner gesucht, sondern die Spieler selbst. Über Kickstarter sollte der Traum finanziert werden und so wurde Star Citizen zum größten Traumverkäufer der bisherigen Spielegeschichte. Dabei konnten Fans und Interessierte die Entwicklung zunächst mit 5.000 bis 10.000 Dollar unterstützen und erhielten im Gegenzug Spielpakete und Raumschiffe. Star Citizen und Squadron 42 waren also von Anfang an ein Community-getriebenes Projekt. Als Features wurden damals auch Offline-Singleplayer, Koop-Gameplay sowie auch ein modbarer Multiplayer angekündigt, bei dem das Spiel dann auch von den Nutzern selbst gehostet werden kann. Außerdem wurden ein Abo-Modell und Pay-to-Win-Mechaniken ausgeschlossen. Übrigens, bezüglich Pay-to-Win dürfte es für Cloud Imperium Games noch eine Herausforderung werden, die bisherigen Echtgeldkäufe von Schiffen und Fahrzeugen später mal zu balancen, damit Unterstützer des Projektes nach dem Release keinen allzu großen Vorteil gegenüber anderen Leuten haben. Immerhin wurde aber schon mehrfach betont, dass durch das Ruf- und Fraktionssystem sowie durch die Betriebskosten von Vehikeln dieses Problem langfristig gelöst werden soll. Wenn ihr mal sehen wollt, was damals so an Stretch Goals in der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne angekündigt wurde, dann haben wir für euch die offizielle Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Es wurden auch kleine Updates für das fertige Spiel im Ein- oder Zwei-Wochen-Takt angekündigt. Im Kleingedruckten hieß es aber damals auch schon, dass nicht alle Stretch Goal-Features zum Release bereitstehen. Dass das Projekt dann 10 Jahre später noch immer im Alpha-Stadium sein würde, hatte wahrscheinlich niemand erwartet, trotz des Disclaimers. Über Kickstarter nahm Chris Roberts jedenfalls zunächst 2,1 Millionen US-Dollar von etwa 34.000 Unterstützern ein. Weitere 4 Millionen kamen noch über die eigene Website hinzu. Am Ende war das Startkapital 12-mal höher als die ursprünglich angepeilten 500.000 Dollar. Und doch ahnte wohl noch niemand, so was für ein Mammutprojekt Star Citizen in den nächsten Jahren werden würde. Es gab halt diese Vision, einen Trailer und jede Menge Versprechungen. Unter anderem war auch die Rede von 100-Sternen-Systemen zum Release, von professionellen Motion-Capturing-Aufnahmen mit prominenten Schauspielern für Squadron 42 und vieles mehr. Und es gab auch damals schon erste Kritik, dass Roberts und sein Team hier den Mund zu voll nehmen und im sogenannten Feature-Creep versinken könnten. Also zu viele Features ankündigen, die das finale Spiel zwar umfangreicher, aber nicht automatisch besser machen würden. Eine Diskussion, die sich bis heute hinzieht, genauso wie die ganze Entwicklung.
2013 ging es dann erstmal mit Trailern und Engine-Aufnahmen von unfertigen Landezonen und neuen Raumschiffen weiter. Da konnte man beispielsweise die Terra-Landezone sehen, die übrigens bis heute fehlt. Als Grundgerüst für Star Citizen diente von Anfang an die Cry-Engine, die sich laut der Entwickler am besten für das Projekt eignen sollte. Cloud Imperium Games, also das Studio hinter beiden Spielen, konnte sogar Mitarbeiter von Crytek für das Weltraumprojekt abwerben. Einige davon arbeiten noch heute im Frankfurter Studio. 2013 gab es aber auch schon das erste spielbare Häppchen von Star Citizen, das sogenannte Hangar-Modul. Seit Ende August konnten die Unterstützer darin die ersten Raumschiffe in einer abgeschlossenen Umgebung bestaunen. Und bestaunen ist hier das richtige Wort, denn viel mehr machen konnte man damals an dieser Stelle noch nicht. Und auch die Entwicklung lief allgemein eher schleppend. CRG erklärte das damals unter anderem mit dem Mangel an Fachkräften. Ein Grund, der auch heute noch gelegentlich für die langsame Entwicklung herangezogen wird. Damals musste aber auch noch die Firma selbst inklusive Infrastruktur und Projektmanagement aufgebaut werden. Hinzu kamen externe Partner, die Aufgaben übernahmen, aber auch die Kosten in die Höhe trieben. Zum ersten Geburtstag von Star Citizen wurde aber dann trotzdem erstmal gefeiert. Am 10. Oktober fand deshalb die erste CitizenCon statt. Das Treffen, bei dem Entwickler und Fans zusammenkommen, gibt es seitdem in jedem Jahr. Oft werden dort dann auch wichtige Neuerungen und kommende Inhalte vorgestellt. Es ist also ein Highlight, auch weit über die engsten Kreise der Star Citizen Community hinaus. Und zu guter Letzt ließ man dann 2013 die Community auch noch über die zukünftige Finanzierungsstrategie abstimmen. Die Fans sollten sagen, ob sich CRG Investoren oder gar einen Publisher suchen oder das Projekt weiterhin über Crowdfunding gestemmt werden sollte. 80% stimmten fürs Crowdfunding. 2014 ist dann des einen Leid, des anderen Freud. Beim deutschen CryEngine-Entwickler Crytek kriselt es und so wandern weitere Mitarbeiter zu den Star Citizen-Machern von Cloud Imperium Games ab. In Frankfurt entstand deshalb auch eines der ersten Studios. Da wird bis heute vor allem an den technischen Grundlagen von Star Citizen im Zusammenhang mit der CryEngine gearbeitet. Im Oktober 2014 waren es dann schon 250 Entwickler insgesamt und über Crowdfunding sind mittlerweile fast 60 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Gegen Ende des Jahres haben dann auch die über 600.000 Unterstützer endlich etwas vom Wachstum des Entwicklerstudios. Denn mit dem Arena Commander Modul kann man seine eigenen Raumschiffe in Dogfights einsetzen. Vor teils sehr hübscher Kulisse können die Spieler hier gegen KI-Gegner antreten. Allerdings gibt es nur sehr rudimentäre Spielmodi und auch längst nicht alle Schiffe zum Ausprobieren. Außerdem verfehlte CRG 2014 auch den ersten geplanten Release-Termin für Squadron 42. Die Einzelspielerkampagne war nämlich ursprünglich, man glaubt es kaum, für November 2014 angedacht. Allerdings galt dieser Termin fairerweise gesagt für eine sehr viel kleinere Version, die damals angekündigt war, bevor einige der Stretch-Goals überhaupt erreicht wurden. Trotzdem war der geplatzte Termin schon ein erstes Vorzeichen auf ein Thema, das bei Star Citizen zum Dauerbrenner für viele Kritiker werden würde, der Release. Über die Jahre gab es nämlich immer wieder neue Stichtage für etliche Inhalte, Updates und Ankündigungen. Einige wurden eingehalten, andere verschoben. Einen finalen Release-Termin für Star Citizen nennt die Entwickler schon lange nicht mehr. Es würde wohl sowieso auch niemand glauben. Für Squadron 42 stand aber zuletzt noch 2027 im Raum. Ein neuer Leak zur Einzelspielerkampagne, auf den wir jetzt hier nicht weiter eingehen wollen, macht zumindest Hoffnung, genauso wie auch die CitizenCon 2022, darauf kommen wir nachher noch. Mit diversen Videoformaten von CRG selbst wird die Star Citizen Community mit Hintergrundinfos versorgt und bei der Stange gehalten. Beispielsweise gibt es den Studio Report und die Around the Verse Sendungen, bei denen die Unterstützer hinter die Kulissen blicken können. In den Videos kommen regelmäßig diverse Entwickler und Artists zu Wort und erklären Hintergründe, Designs und Mechaniken. Außerdem dienen diese oft sogar sehr aufwendig produzierten Sendungen auch als Werbemittel, um die Vision von Star Citizen aktiv zu halten. Noch besser können das aber natürlich die vielen Trailer, die Cloud Imperium Games seit Jahren veröffentlicht und die oft spektakuläre Szenen zeigen. So spektakulär sogar, dass es sie im eigentlichen Spiel noch lange nicht gibt. Naja, Werbung eben. Gehen wir ins Jahr 2015, was erst in der zweiten Jahreshälfte wirklich spannend wurde, zumindest spielerisch. Da veröffentlichten die Entwickler nämlich das sogenannte Social-Modul. Streng genommen war das aber auch nur eine eher kleine und frei begehbare Landeplattform auf dem Stadtplaneten Arkorb mit einigen Geschäften, die man in der First-Person-Ansicht ablief. Allerdings konnte man hier erstmals auf andere Spieler treffen, deshalb auch Social-Modul genannt.
Viel wichtiger war 2015 aber dann der erste Schritt in Richtung persistentes Spieleuniversum mit einer Art Miniaturversion dessen. Dreh- und Angelpunkt des Mini-PU war Port Olisar, eine Raumstation, auf der man sich frei bewegen und Schiffe spawnen konnte und auch erstmals aus der Station auf die Landeplattform im All laufen, ins Raumschiff einsteigen und losdüsen konnte. Von hier aus ging es dann weiter an Orte wie die Kovalex-Station, den Security Post Korea, verschiedene Com-Arrays und in ein Asteroidenfeld. Die Monde des Planeten Crusaders, also Daymar, Yela und Celine, gab es auch schon, allerdings konnte man die nur von weitem sehen und nicht darauf landen. Die Spielengine wurde damals auf eine 64-Bit-Architektur umgestellt, eine Leistung, für die es aus der Fachpresse viel Lob gab. Für Staunen bei den Fans sorgte aber vor allem dieses Video hier, das Ende 2015 den nahtlosen Übergang von einer Planetenoberfläche ins Weltall zeigte. Das sah nicht nur toll aus, es unterstrich vor allem auch einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung. Ursprünglich hatte Cloud Imperium Games geplant, dass Raumhäfen und andere Landezonen als Instanzen funktionieren sollen. Beim Starten und Landen hätte es also kurze Ladepausen gegeben, das Universum wäre also nicht völlig frei begeh- und erfliegbar geworden. Das Video From Pupil to Planet zeigt allerdings, dass es durchaus möglich wäre, Spieler überall landen zu lassen, ganz ohne Instanzen und Ladebildschirme. Seitdem gehört der nahtlose Übergang von Planeten ins Weltall zur Vision von Star Citizen. Der Wechsel stellt die Entwickler aber auch vor völlig neue Herausforderungen, denn jetzt mussten prozedurale Systeme gebaut werden, die die riesigen Himmelskörper erstellen und mit irgendwas Sinnvollem befüllen können. Schließlich kann kein Entwickler ganze Planeten per Hand bauen, in der Größe. Doch die brauchte es jetzt, wenn Spieler tatsächlich überall landen sollen. Der Traum von Star Citizen wurde also noch größer, noch schwieriger und rückte demnach auch in noch weitere Ferne. Diese Veränderungen, Verschiebungen und andere Versprechungen rufen 2015 zudem auch immer mehr Kritiker auf den Plan. Darunter sind erste enttäuschte Unterstützer des Projektes, aber auch vermeintliche Neider wie Derek Smart. Smart selbst ist Spieleentwickler und kann auf eine lange Liste von großmundig angekündigten, letztlich aber immer enttäuschenden Weltraumspielen zurückblicken. Von Battlecruiser 3000 AD 1996 bis Line of Defense von 2014. Derek Smart und viele andere Kritiker werfen Chris Roberts und seinem Team jedenfalls vor, dass Cloud Imperium Games Luftschlösser baut und das Spiel niemals fertig wird. Höchste Zeit, dass Valve sein Early Access Programm besser pflegt, verbindliche Regeln einführt und diese umsetzt. Doch bis dahin können Entwickler wie Derek Smart ausgemachten Software-Schrott mit wahnwitzigen Preisen beliebig monetarisieren. 2016 lieferte CRG den Kritikern noch weitere Munition, denn eigentlich war eine neue Demo zu Squadron 42 für die CitizenCon angekündigt. Ihr wisst schon, der Singleplayer, der eigentlich 2014 rauskommen sollte. Die Gameplay-Präsentation wurde aber noch während der Veranstaltung abgesagt. Gründe nannten die Entwickler damals nicht. Heute wissen wir, dass es wohl zu viele Probleme mit der KI und der neuen Planetentechnik gab, die ja auch in Squadron 42 eingesetzt werden sollte. Cloud Imperium Games zeigte also damals schon große Versäumnisse bei der Kommunikation und Transparenz, gerade wenn es um Verschiebungen oder Absagen geht. Eine Schwäche, die in den kommenden Jahren immer wieder für Kritik sorgen wird. Ärger gab es 2016 auch bei den spielerischen Neuerungen. Während es nämlich beim Public Universe, also bei der großen Testwiese von Star Citizen, grundsätzlich kaum neue Inhalte gab, abgesehen von der gesetzlosen Station Grimhex, sorgte das neue Multiplayer-Modul Star Marine zunächst für viel Enttäuschung. Hier konnten die Spieler zwar erstmals in PvP-Kämpfen mit bis zu 24 Teilnehmern das Shooter-Gameplay unter klassischen Genrebedingungen testen, doch das neue Modul konnte weder spielerisch noch technisch überzeugen. Zudem war Star Marine als externe Auftragsarbeit entstanden, was bei den Fans überhaupt nicht gut ankam. Immerhin ist das Modul genauso wie der Arena Commander aber bis heute spielbar und wird auch immer noch für Balancing-Tests genutzt. Inzwischen haben auch viele Updates die anfänglichen Probleme größtenteils behoben, auch wenn beide Module kaum gespielt werden. Trotzdem sollen die Module auch im fertigen Star Citizen erhalten bleiben und wie virtuelle Spiele im Spiel funktionieren. Hier kann man sich dann also austoben, ohne Ruf und Besitztum in der persistenten Spielwelt riskieren zu müssen. Auf der technischen Seite wechselte CRG 2016 auf Amazons Lumberyard Engine, was aber streng genommen kein richtiger Engine-Wechsel war. Schließlich basiert Lumberyard auf der Cry-Engine, die um Web-Services erweitert ist. Damit kann CRG die Webdienste von Amazon vergleichsweise günstig nutzen und einige hilfreiche Technologien einsetzen, aber dazu kommen wir später noch.
Bleiben wir noch ein bisschen im Jahre 2016, genauer gesagt bei der Gamescom. Da gab es zwar kein Gameplay aus Squadron 42, aber Chris Roberts lieferte den ersten Blick auf die Alpha 3.0 und flog von Port Odisar bis runter in den Hangar der Bergbaustation Levski auf dem Planetoiden Delamar. Er zeigte den nahtlosen Übergang vom Weltraum auf die Planetenoberfläche und es gab sogar einen ersten Ausflug mit einem Bodenfahrzeug bei dieser Präsentation. Diese Inhalte kann man natürlich heute längst in der aktuellen Alpha-Version von Star Citizen spielen, aber die Entwickler zeigten auch Features, von denen bis heute jede Spur fehlt. Beispielsweise auf dem Planeten Leer 3. Hier konnten wir damals einen Sandsturm und auch einen Sandwurm sehen. Dieser ist aber bis heute wie vom Winde verweht. Genau wie die Piraten, die uns auf der Planetenoberfläche angreifen oder die NPC-Sandläufer. Und so war 2016 besonders rückblickend eher ein ernüchterndes Jahr für Star Citizen und die Community. 2017 gab es dann endlich ein Lebenszeichen von Squadron 42. Zu sehen war eine Mission im Odin-System an der Seite von Steve Oldman Colton, gespielt von Luke Skywalker-Darsteller und Wing Commander-Veteran Mark Hamill. Die Demo sah toll aus und zeigte, dass es auch in der Story-Kampagne nicht nur um Raumkämpfe geht. Stattdessen erlebt man an Bord eines Trägerschiffs die Geschichte aus der Ego-Perspektive und kann auch während der Mission zu Fuß gegen Feinde kämpfen. Oder besser gesagt, wird können. Oder noch besser gesagt, wird können sollen, denn den damals eingeplanten Release-Termin Ende 2017 konnte Squadron 42 ja bekanntlich nicht einhalten. Wir warten immer noch auf das Weltraum-Epos, das storytechnisch ja ein Prequel zu Star Citizen sein soll, also ein Teil der Vorgeschichte des MMOs erzählt. Ansonsten war 2017 aber zunächst eine lange Durststrecke. Im Hintergrund wurde zwar an technischen Verbesserungen und neuen Inhalten gearbeitet, spielen konnte man davon aber bis kurz vor Jahresende wenig. Schuld am langen Entwicklungsfortschritt waren besonders die komplizierte Planetentechnik und der geplante Schritt zur nächsten Version des persistenten Spieleuniversums. Außerdem wurde noch an weiteren Neuerungen wie der Bergbaumechanik, dem ersten Mining-Schiff, an Liefermissionen und am modularen Kleidungsmanagement sowie auch an einem Atmosphärensystem gearbeitet. In einer neuen Demo konnten wir 2017 den Stadtplaneten Arkop sehen, neue Raumstationen, einen verbesserten Quantum Drive und sogar die ersten Tiere auf einem Planeten, die fehlen allerdings bis heute. Ins Spiel geschafft hat es hingegen das Face- und Voice-over-IP-System, mit dem die Spieler ihre Stimme und per Webcam ihre Gesichts- und Mundbewegungen auf ihre Spielfigur übertragen können. Der größte Schritt vorwärts für Star Citizen kam dann ganz am Ende des Jahres. Einen Tag vor Weihnachten wurde nämlich die Alpha 3.0 veröffentlicht. Endlich konnte man jetzt auf den drei Monden des Planeten Crusader frei landen und herumlaufen. Der Planet selbst fehlte aber weiterhin und wurde erst 2021 eingebaut. Die Alpha 3.0 brachte aber auch einen wichtigen Wechsel in der Veröffentlichungspolitik von Star Citizen. Ursprünglich wollten die Entwickler ihre Module in deutlich größeren Abständen, aber auch viel fertiger veröffentlichen. Soweit zumindest der Plan auf dem Papier. In der Praxis zeigte sich dann aber, dass damit einerseits die Alpha-Spieler viel zu lange auf neue Inhalte warten mussten und dass es andererseits auch für die Entwickler selbst keine gute Idee war, auf große Release-Brocken hinzuarbeiten. Seitdem gibt es stattdessen die Quartalspatches und Zwischenupdates. Alpha 3.0 brachte allerdings auch sehr große Probleme, an denen teilweise noch bis heute gearbeitet wird. Beispielsweise hatte das Team alle Benutzeroberflächen und Ingame-Bildschirme mit Flash gebaut, eine Programmiersprache, die inzwischen stark veraltet ist und fast gar nicht mehr genutzt wird. Um die Entwicklungszeit von 3.0 zu verkürzen, wurden auch anderswo viele Kompromisse gemacht und grundlegende Arbeiten verschoben. Diese mussten dann aber später irgendwann nachgeholt werden. Die Entwickler brauchten teilweise Jahre, um einige der Fehlentscheidungen zu korrigieren und versprochene Features und Techniken nachzuliefern. Manches fehlt sogar noch bis heute. Last but not least wurde Cloud Imperium Games 2017 auch noch von Crytek verklagt. Die Engine-Entwickler warfen Chris Roberts Firma vor, dass zum einen der Engine-Wechsel nicht rechtmäßig gewesen sein soll und zum anderen die Nutzung der Cry-Engine für Squadron 42 auch nicht vertragsgemäß sei. Mittlerweile ist diese Angelegenheit aber erledigt. Beide Parteien haben sich außergerichtlich geeinigt, zu welchem Preis wissen wir aber nicht. So, und damit kommen wir auch ins Jahr 2018, in dem die Community sehr viele spielbare Inhalte der 3.0 ausprobieren konnte. Neu war auch, dass es jetzt eine richtige Roadmap gab. Unterstützer des Projektes konnten nun sehen, welche Features in den kommenden Patches geliefert werden sollten, was zumindest erstmal den Eindruck besserer Transparenz erweckte.
Und siehe da, Ende März kam zum ersten Mal in der Geschichte von Star Citizen ein Patch tatsächlich pünktlich raus. Die Alpha 3.1 brachte vor allem grafische Updates für die Himmelskörper, den ersten Charaktereditor und die Möglichkeit, eigene Quests für andere Spieler zu erstellen. Allerdings waren die meisten dieser Inhalte schon sowieso für 3.0 geplant und daher lange in der Mache gewesen. Und nun mal zur Einordnung, 2018 arbeiteten bereits knapp 500 Menschen für CRG an Star Citizen und Squadron 42, verteilt auf drei Studios. Eins in Texas, das war übrigens das erste, und die anderen beiden in Großbritannien und Frankfurt am Main. Aber zurück zum Spiel und damit zur Alpha 3.2. Sie brachte im Juni 2018 den Ressourcenabbau als Gameplay-Mechanik ins Spiel, also das Mining. Dafür gab es dann sogar ein besonderes Raumschiff, die Misk Prospector, mit der man Erze abbauen kann, um sie später zu verkaufen. So kam die erste richtige Berufsmechanik ins Spiel. Weitere Berufe wurden aber erst viel später nachgeliefert, wie medizinisches Gameplay in 2021 oder das Tanken und Schrottsammeln in 2022. Zudem sind noch weitere Tätigkeitsfelder wie Reparatur, Ingenieurs-Gameplay und Exploration noch immer geplant. Für Ärger und Patch-Verschiebungen sorgt im selben Jahr dann das sogenannte Object-Container-Streaming. Das ist ein System, das vereinfacht gesagt eine Art unsichtbare Blase um den Spieler erzeugt. Alles, was innerhalb der Blase ist, wird reingestreamt, also tatsächlich im Spiel angezeigt und durch die Engine berechnet. Alles andere wird ausgeblendet, was Ressourcen spart. Die gleiche Technik sollte auch für Server eingesetzt werden. Sind also beispielsweise keine Spieler auf dem Mond Daimar unterwegs, kann der Server die ganze Location einfach aus seinen Berechnungen ausklammern und spart damit Rechenleistung. Auf der Clientseite funktionierte das auch wirklich gut, bei den Servern hingegen so gar nicht und sorgt bis heute für große Probleme und Überlastungen. Es gibt Abstürze, langsame NPCs und diverse Bugs und Nervigkeiten. Immerhin waren die Probleme aber ein Augenöffner für die Entwickler und zogen eine fundamental neue Herangehensweise nach sich, wozu wir nachher noch genauer kommen. Es gab aber auch einen kleinen Lichtblick, denn immerhin konnten jetzt bis zu 50 Spieler gleichzeitig auf einem Server die Alpha spielen. Und mit dem Zwischenpatch Alpha 3.3.5 wurde schließlich auch Hurston, der erste richtige Planet, inklusive seiner vier Monde, hinzugefügt. Parallel dazu entstanden aber auch wieder weitere Versprechungen. Beispielsweise widmeten sich die Entwickler Themen, die teilweise noch Jahre in der Zukunft liegen, wie persistente Spieler-Apartments, Base-Building und Bergungssystem. Das steht zwar jetzt mit Alpha 3.18 auf dem Plan, aber eben 4 Jahre später und nur in einer sehr rudimentären Form. Kein Wunder also, dass das Thema Arbeitspriorisierung und Ankündigung immer wieder ein Diskussionsthema rund um Star Citizen ist. So ging es damals beispielsweise auch schon mit Raumschiffen und Features rund um das Thema medizinisches Gameplay los, also Verletzungen heilen und so weiter. Ins Spiel eingebaut wurde diese Funktion erst mit Alpha 3.15, also 3 Jahre später. Die CitizenCon 2018 brachte das drunter und drüber beim Projektmanagement dann auf den Punkt. Während die Gameplay-Demo in dem Jahr noch halbwegs realistische Neuerungen für einige Locations und auch einige spannende Gameplay-Pläne zeigten, war die sogenannte Road to Release viel zu optimistisch gehalten. Hier wurde schon ein spielinternes Orga-System versprochen, sowie die volle Persistenz der Spielwelt, bei der man zum Beispiel eine Kaffeetasse irgendwo auf einen Planeten hinstellt und ihre Position dauerhaft gespeichert wird. Dieses Feature soll zum Beispiel erst jetzt mit Alpha 3.18 ins Spiel kommen und gilt auch nur für den aktuellen Server. Das Server-Meshing, eine wichtige technische Grundlage auf dem Weg zum vollwertigen MMO, wurde damals auch schon in Aussicht gestellt und soll jetzt mit Alpha 4.0, also irgendwann 2023, ins Spiel kommen. Kurz gesagt, spätestens 2018 musste dann jedem Fan klar geworden sein, dass Star Citizen noch lange vor allem eine Art von Spiel sein würde, nämlich ein Geduldsspiel. Immerhin hatte aber Cloud Imperium Games damals schon angekündigt, dass sie nicht wüssten, wie lange es dauern würde, bis viele der genannten Features online gehen. Ach so, und ich vergesse, auch beim neuen Trailer zu Squadron 42, übrigens dem einzigen Lebenszeichen der Story-Kampagne in diesem Jahr, gab es gleich mal gar keinen Release-Termin. Ja, klingt alles ein bisschen frustrierend und tatsächlich war es das auch. Und 2019 brachte da auch nicht wirklich viel Besserung. Das Stanton-Sternsystem wurde immer noch nicht fertig und auch einige Gameplay-Mechaniken mussten verschoben werden. Immerhin gab es aber 2 neue Planeten, Arcorp und Microtech, inklusive ihrer Monde sowie neue Raumstationen und planetare Orte zum Besuchen. Trotzdem war 2019 in erster Linie von Verschiebungen geprägt. Hacking, Salvaging, aber auch andere Features wie magnetische Stiefel und das neue Flugmodell für Raumanzüge wurden einfach nicht fertig.
Das serverseitige Object Container Streaming, also eine der wichtigsten Kerntechnologien damals, ging zwar online, brachte aber quasi gar nichts. Und selbst heute ist das System mehr oder weniger zahnlos. Schließlich müsste es erstmal leere Gebiete geben, die der Server dann ignorieren kann. Da aber immer überall ein Spieler unterwegs ist und es auch noch mehrere Instanzen derselbe Spielwelt parallel dazu gibt, rattern die Server weiter unter Volllast, was die Entwicklung stark verlangsamt hat. Wegen all dieser technischen Probleme war dann auch zunehmend weniger Verlass auf die Roadmap. Updates wurden verschoben und durch Patches zwischendurch ergänzt. Dass die grundlegenden Technologien fehlten, merkten auch die Spieler jedenfalls am laufenden Band und überall im Spiel. Zum Ausgleich gab es 2019 aber einen spürbaren Schub an spielbaren Inhalten. So kamen Dutzende neue Missionen und viel Open-World-Content ins Spiel. Das Multiplayer-Erlebnis wurde durch gemeinsames Reisen verbessert und Spieler konnten auch Quests miteinander teilen. Außerdem gab es sinnvolle Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes, die für mehr Stabilität in der Alpha sorgten. Seit dem Sommer-Update 3.6 kann man zudem fast alle Raumschiffe und Fahrzeuge im Spiel mit Ingame-Geld kaufen. Auch die Gesetzgebung wurde implementiert und soll später die Grundlage für Strafverfolgung in verschiedenen Sternsystemen bieten. Zu guter Letzt gab es auch noch ein Grafik-Update. Mit Planet Tech V4 wurden alle Himmelskörper deutlich aufgewertet. Und wie jedes Jahr gab es auch zur CitizenCon im Oktober dann wieder einen Blick in die Zukunft des Spiels. Da war unter anderem die Rede von Quantum, einem neuen Wirtschaftssimulationssystem, das im Hintergrund Missionen generieren, Warenpreise balancen und allgemein erheblichen Einfluss auf alles im Spiel haben sollte. Aber erst 2022 wurde Quantum dann tatsächlich in die Alpha eingebaut und so richtig viel merkt man davon aktuell noch nicht, weil die Technik nur in sehr abgespeckter Form läuft. Gezeigt wurde aber noch was anderes, ein neuer Spielmodus, Theaters of War. Rauskommen sollte der dann auch schon im Frühjahr 2020. Aber Spoiler-Alarm, daraus wurde nichts. Wir warten bis heute auf den Multiplayer-Modus, bei dem die Spieler wie in Battlefield sowohl am Boden als Infanteristen und mit Fahrzeugen kämpfen, aber auch mit Schiffen ins All fliegen und dort an Raumschlachten teilnehmen. Leider ist Theaters of War seitdem aber völlig in der Dunkelheit verschwunden und CRG äußert sich so gut wie gar nicht mehr zu diesem Modus. Außerdem gab es auch einen ersten Blick auf das nächste Sternsystem namens Pyro und wir sahen, wie die Reise dahin durch ein Sternentor aussehen würde. Ein Release-Termin wurde nicht genannt, aber wie wir heute wissen, soll 2023 die Alpha 4.0 samt Pyro endlich online gehen, da dann die Technik fertig ist. Was hier mal wieder auffällt, ist die große Schwäche von Cloud Imperium Games, realistisch, offen und transparent zu kommunizieren. Ein Thema, das wir vorhin schon hatten und das seit Jahren immer mehr Kritiker auf den Plan ruft und auch innerhalb der Community für Furore sorgt. Die Fans des Projektes bezahlen mit ihren Schiffskäufen die gesamte Entwicklung, teilweise mit horrenden Summen, erhalten aber Informationen zum Fortschritt häufig nur in einer gepolischten Version, wie durch eine Art Pressefilter. CRG gelingt es also oftmals nicht, klare Fakten zu nennen, weshalb auch fast nichts von dem, was bei der Gameplay-Demo 2019 gezeigt wurde, heute im Spiel ist. Auch ein Artikel im US-Wirtschaftsmagazin Forbes wirbelte nochmal ordentlich Staub auf. Darin ging es vor allem darum, dass Star Citizen ja sowieso niemals fertig werden würde, weil die Finanzierung irgendwann wegbricht. Auch dass Chris Roberts Frau sowie weitere enge Bekannte oder Freunde wichtige Positionen innerhalb der Firma innehaben, wurde kritisiert. Besonders neu oder spannend waren diese Vorwürfe damals aber nicht. Auf dem Boden der digitalen Tatsachen ging es dann 2020 erstmal mit der Alpha 3.9 weiter. Die lieferte fehlende Features aus früheren Updates nach und baute das Clasher-Gefängnis ins Spiel ein. Seitdem landen Spieler, die gegen Gesetze verstoßen und sich von der Polizei erwischen lassen, im Knast und können aber auch von dort wieder ausbrechen oder sich rausarbeiten. Weil es aber immer noch viele Bugs in Star Citizen gibt, kommen häufig unschuldige Spieler hinter Gittern, was zukünftig noch zu einem echten Problem wird. Von der Pandemie geprägt war 2020 ansonsten ein eher schwaches Jahr. Immerhin ging es aber finanziell deutlich bergauf. Das lag nicht zuletzt am ersten Invictus-Event. Das ist eine Art Militärparade und Raumschiffmesse im Spiel und findet seither jeden Mai statt. Abseits von Raumschiffsverkäufen kümmerte sich CRG größtenteils um die Verbesserungen des bestehenden Gameplays und neue Features. Es gab weitere Updates für die Grafik der Himmelskörper und das All wurde mit neuen Nebeln und Gaswolken aufgehübscht. Außerdem wird der Fortschritt der Spieler zusammen mit dem Ruf- und Fraktionssystem seit Alpha 3.8 dauerhaft gespeichert, selbst dann, wenn ein neuer Patch erscheint. Komplette Charakter-Wipes gibt's aber trotzdem noch von Zeit zu Zeit. Eine richtige CitizenCon fand wegen der Pandemie 2020 übrigens auch nicht statt.
In einem kleinen Online-Event wurde aber zumindest eine große Raumstation aus Squadron 42 gezeigt. Ansonsten tauchte die Story-Kampagne nicht weiter auf, obwohl eigentlich für das erste Quartal die Alpha und für die zweite Jahreshälfte dann die Beta angekündigt war. Was CRG übrigens gecancelt hat. Überhaupt herrscht seitdem fast völliges Schweigen rund um das Thema Squadron 42, mal von den gelegentlichen Newslettern und der CitizenCon 2022 abgesehen. Gehen wir ein Jahr weiter, denn 2021 ging es mit der Alpha 3.14 wieder bergauf und endlich kam auch der lang ersehnte Gasriese Crusader mit der schwebenden Landezone Orison ins Spiel. Nach 4 Jahren war das Stanton-Sternsystem damit weitestgehend vollständig. Passend zum neuen Planeten wurden auch grafisch eindrucksvolle volumetrische Wolken eingebaut. Ein großer Meilenstein war auch die Alpha 3.15. Mit dem medizinischen Gameplay, also der Behandlung von Verwundungen und dem neuen Inventarsystem, brachte CRG wichtige Features, auf die die Unterstützer seit Jahren gewartet hatten, und ebnete gleichzeitig den Weg für das später kommende Permadeath-System. Auf der CitizenCon zeigten die Entwickler dann aber statt der nächsten fernen Träume eher Inhalte, die für die nächsten 12 bis 18 Monate geplant waren. Sehr zur Freude vieler Fans, die schon lange auf etwas realistischere Pläne gehofft hatten. Man könnte auch sagen, CRG ist erwachsener geworden. Generell scheint ein Paradigmenwechsel bezüglich realen Fortschritten und Ankündigungen stattgefunden zu haben. In einer großen Demo wurden diverse Fortschritte am Pyro-Sternsystem gezeigt und sehr ausführlich über Technik gesprochen, an der gerade gearbeitet wird. Vorhin haben wir kurz über das nicht funktionierende serverseitige Object-Container-Streaming gesprochen. Nun kommen wir darauf zurück, denn Cloud Imperium Games scheint der Lösung des Problems immer näher zu kommen. Eine völlig neue Graphendatenbank soll ins Spiel eingebaut werden, die wesentlich effizienter funktioniert als die bestehende alte Datenbank, kombiniert mit einer neuen Technik namens Persistent Entity Streaming. Obendrauf kommt später dann noch das Server-Meshing. Mit dieser Kombination sollen die Server dann in der Lage sein, ihre Leistung genau dahin zu lenken, wo sie auch wirklich gebraucht wird. Lass es mich kurz einmal erklären. Die Spielwelt soll auf mehrere Server aufgesplittet werden. Server A kümmert sich also zum Beispiel um den Planeten Hursten und Server B kümmert sich um den Planeten A-Corp. Befinden sich jetzt weniger Leute in A-Corp, kann Server B einen großen Teil seiner Kapazität an Server A übergeben, welcher dann mehr Leistung besitzt. Dieses System lässt sich laut CRG beliebig skalieren und sorgt im Endeffekt dafür, dass Bereiche der Spielwelt, in denen wenig los ist oder gar nichts, auch viel weniger Leistung fressen und Orte, an denen große Raumschlachten toben, diese Rechenleistung zugeschoben bekommen. Mit dem Persistent Entity Streaming und der neuen Graphendatenbank soll jetzt 2022 die Grundlage für diese neue Technologie geschaffen und mit dem Server Meshing in 2023 vollendet werden. So, und damit kommen wir auch in die Gegenwart. 2022 begann etwas holprig, denn Cloud Imperium Games veränderte die Roadmap. Eigentlich war früher mal, sogar von Aaron Roberts, also dem Bruder von Chris Roberts, angekündigt, die Roadmap nur für Inhalte zu nutzen, die wirklich in greifbarer Nähe oder zumindest halbwegs realistisch planbar waren. Doch stattdessen wurde der Ausblick wieder eher zum Marketinginstrument für große Versprechungen zweckentfremdet. Das kam bei vielen Fans natürlich nicht sonderlich gut an. Nun haben wir eine viel kleinere Übersicht mit Ausblick auf den nächsten bevorstehenden Patch und den neuen Progress Tracker. Der zeigt an, woran die Entwicklerteams in welchem Zeitraum arbeiten, nicht jedoch, wann sie damit fertig sind. Das kann oft intransparent sein, zumal die Entwickler die Angaben auch gerne mal hin und her schieben, ohne dass die Veränderungen nachvollziehbar kommuniziert werden. Die Kritik der Fans zu dieser Umstellung hat CRG übrigens bis heute weitestgehend unkommentiert gelassen. Auf der anderen Seite muss man aber auch zugeben, dass die Entwickler jetzt deutlich realistischer geworden sind und sich die Verschiebungen bisher stark in Grenzen halten. Aktuell gibt es für dieses Jahr die Alpha 3.17 mit ihren beiden Zwischenpatches 1 und 2 sowie die neue Version 3.18, die sich aktuell auf dem Testserver befindet. Mit der neuen Auftankmechanik können wir inzwischen anderen Spielern helfen, denen unterwegs der Sprit ausgeht, indem wir sie mit einer Starfarer betanken. Diese Berufsmechanik soll vor allem dann im neuen Pyro-System wichtig werden, da es dort viel weniger Stationen gibt. Außerdem können Spieler endlich gefundene Gegenstände im Spiel verkaufen. Die Alpha 3.18 liefert zudem das Persistent Entity Streaming und die neue Graphendatenbank, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Damit soll nun die volle Persistenz, also die alte Geschichte mit der Kaffeetasse, endlich funktionieren. Objekte bleiben also genau dort, wo Spieler sie ablegen, und Veränderungen der Spielwelt sind dauerhaft. Außerdem wird die Grundlage für Server-Meshing sowie für Gameplay-Mechaniken wie Bergung, Base-Building, Reparatur und Piraterie gelegt. CRG konnte also insofern die bisherigen Versprechungen halten.
Mit dem Salvaging können wir nun die Hüllen von abgestürzten Raumschiffen absaugen und gewinnbringend verkaufen. Frachtkisten sind jetzt beweglich und können von Piraten gestohlen werden. Auch Raumschiffe reparieren funktioniert nun mit dem neuen Handtool. Es gibt wichtige Verbesserungen am Gesetzessystem, um unschuldige Spieler zu schützen und allgemein mehr ausgefeiltes Gameplay und neue Missionen. Gleichwohl ist die Alpha 3.18 trotzdem wieder zu spät gekommen. Ursprünglich war der Release für Juli oder August geplant, aufgrund der enormen technischen Veränderungen war diese Verschiebung aber absehbar. Während der CitizenCon präsentierte Cloud Imperium Games dann erneut das Pyro-System, sprach über Updates bei der Flugmechanik und zeigte deutliche Verbesserungen der Planetentechnik. Diese Updates sind für die Alpha 4.0 und deren Folgepatches geplant. Auch ein neuer Quantum Boost soll ins Spiel kommen. Damit können Spieler kurze Raumsprünge machen und müssen dabei ihre Spur halten, was besonders spannend sein dürfte, wenn man mal bedenkt, wie hakelig und clunky das aktuelle Quantenreisesystem ist. Um Dogfights interessanter zu gestalten, bauen die Entwickler sogenannte Master-Modi ein, die wir manuell nach Bedarf umschalten müssen. Im Standardmodus werden die Fluggeschwindigkeiten massiv reduziert und Energie auf Schutzschilde sowie Waffen geleitet. Im Quantum-Modus sind wir hingegen wesentlich schneller unterwegs und können den Quantum-Drive benutzen. Waffen- und Raketenabwehr funktionieren dann aber nicht mehr. Kurz gesagt, die Master-Modi sind verschiedene Energieverteilungen, zwischen denen wir je nach Spielsituation wechseln können und die für mehr Tiefgang im Gameplay sorgen sollen. Ähnlich wie schon damals in Genre-Klassikern wie X-Wing oder TIE Fighter, nur diesmal eben in einem deutlich offeneren Universum. Ergänzt wird die Energieverteilung auch noch durch einzelne Komponenten an Bord der Schiffe, die im Kampf oder durch Sabotage kaputt gehen können und dann einzeln repariert werden müssen. Damit hat auch die Crew an Bord eines großen Schiffes was zu tun, wenn Piloten, Gunner und Captain mit den Feinden kämpfen. Hier müssen dann Kabel, Verbindungen, Energierelays und Komponenten repariert werden und verändert werden, denn sonst kann das ganze Schiff ausfallen, wenn es ganz blöd läuft jedenfalls. Diese Mechanik betrifft außerdem die Lebenserhaltungssysteme, Gravitation und den Luftdruck innerhalb des Schiffes. Zudem gab es neues Gameplay mit sogenannten Investigation Quests, bei denen wir unterschiedliche Orte untersuchen und Rätsel lösen. Verschiedene Lösungswege sorgen dabei für unterschiedliche Missionsenden und Belohnungen. Auch die Stadt Lorville, die als erste Landezone 2018 ins Spiel kam, wird umgebaut und vergrößert. Unter anderem stehen später auch begehbare Innenräume der Städte auf dem Plan. So, und dann gab es auch tatsächlich mal ein neues Lebenszeichen von Squadron 42. Statt einer kompletten Gameplay-Demo wurde aber vor allem über die Vision gesprochen und versprochen, dass Star Citizen bald von der Arbeit, die bislang in Squadron 42 gesteckt wurde, profitieren soll. Zu sehen gab es einen neuen Raumanzug, der beim Flugverhalten stark an Iron Man erinnert und ein paar Szenen mit der Push- und Pull-Mechanik, mit der sich Spieler in der Schwerelosigkeit auch ohne Antriebsdüsen von Objekten abstoßen, bewegen und festhalten können. Außerdem haben die Spielfiguren jetzt auch gelernt, sich an Kanten hochzuziehen und von Leitern zu springen. Für ein bisschen mehr Rollenspiel-Tiefgang sollen zudem neue Charakterwerte sorgen, die wir während des Spiels automatisch verbessern können. Schieben wir also oft schwere Kisten von A nach B, wird unser Charakter stärker. Sind wir gut trainiert, höhere G-Kräfte zu ertragen, bekommt unser Charakter schwerer einen Blackout. Und essen wir nur Burger auf der Couch, lässt die Ausdauer beim Sprinten irgendwann nach. Das Highlight der Show waren aber vor allem die KI-Updates. Wobei Update ist vielleicht das falsche Wort, denn das Team hat den Großteil ihrer alten Arbeit laut eigenen Aussagen über Bord geworfen und vieles komplett neu entwickelt. NPCs können nun im Team arbeiten und einen Bereich gemeinsam nach einem Feind absuchen und sich absprechen. Die KI soll auch bestimmte Checkpoints wie Lüftungsschächte erkennen und das Ganze ist laut den Entwicklern systemisch und global. Das heißt, es funktioniert überall, ohne dass spezielle Skripts eingesetzt werden müssen. Auch im Kampf verhält sich die KI in Zukunft hoffentlich besser. Durch ein Rollensystem werden NPCs zu defensiven, aggressiven oder flankierenden Gegnern, die sich dann entsprechend vorantasten, um den Feind auszuschalten. Verglichen mit dem aktuellen Zustand der KI in Star Citizen wäre das ein deutlicher Schritt nach vorne. Allerdings gibt es für diese ganzen Updates leider kein Release-Datum und sie wurden auch nicht direkt für die Alpha 4.0 versprochen. Der Fahrplan für die nächste Zeit sieht trotzdem gut aus, denn wenn die Technik jetzt sauber läuft, sollte im kommenden Jahr dann tatsächlich das Pyro-System erscheinen, gemeinsam mit der Alpha 4.0. CRG hat im Laufe der letzten Jahre fleißig im Hintergrund alle neuen Planeten, Monde, Stationen und Content für Pyro weitestgehend fertig gebaut, was wir bei der CitizenCon gesehen haben.
GTA Alpha 4.0, also wirklich dann nächstes Jahr online, erwartet uns ein vollgepacktes neues Sternensystem mit allem drum und dran, das sogar dreimal größer ist als das aktuelle Stanton-System. Und vermutlich können wir auch einige der bei der CitizenCon vorgestellten Neuerungen in der 4.0 sehen, da laut CRG einiges davon bereits sehr weit fortgeschritten ist. Die Convention hat aber auch mal wieder bewiesen, dass in der Spielentwicklung oft Irrwege gegangen werden, die später korrigiert werden müssen. Bei Star Citizen handelt es sich da unter anderem um das Flugmodell, die KI, die Servertechnologie sowie die Charaktere. Das ist zwar ungünstig, da gemachte Arbeiten und investierte Gelder auf diese Weise mehr oder weniger verbrannt wurden, gleichzeitig gehört es wohl auch einfach zum Lernprozess dazu. Wer weiß schon, wie viel bei anderen Entwicklern im Papierkorb landet. Sind wir mal gespannt, wie es nun weitergeht. In jedem Falle kann man aber eines sagen. Es waren 10 interessante und spannende Jahre, mit diversen Höhen, aber auch Tiefen. Oft mussten Inhalte verschoben oder gänzlich neu angefangen werden. Besonders durch völlig absurde Release-Angaben und leere Versprechungen hat sich Chris Roberts und damit auch Cloud Imperium Games immer wieder selbst etwas ins getrübte Licht gerückt. Dennoch sind die geleisteten Arbeiten enorm und Star Citizen hat sich innerhalb dieser 10 Jahre zu einem mittlerweile durchaus spielbaren Produkt entwickelt, wenngleich es immer noch in der Alpha-Phase steckt. Mit nun einer halben Milliarde US-Dollar Gesamteinnahmen, die größtenteils für die Entwicklung bereits wieder ausgegeben wurden, gehören Star Citizen und Squadron 42 zu den teuersten Spieleprojekten aller Zeiten, auch wenn streng genommen davon die gesamte Firma aufgebaut werden musste und eben an 2 AAA-Spielen gleichzeitig gebastelt wird. Ich für meinen Teil würde sagen, eine ganze Firma und Infrastruktur quasi aus dem Nichts zu schaffen, auch die richtigen Leute dafür ranzubekommen, sowie eine Community zusammenzubringen, die das Ganze supportet und parallel neben der Entwicklung immer noch zu versuchen, eine möglichst spielbare Alpha-Version vorzuhalten, hat trotz aller berechtigter Kritik vollsten Respekt verdient. Und immerhin führen gemachte Fehler seitens der Entwickler zu einem echten Lerneffekt, da CRG heute viel mehr in der Realität lebt als früher. Aber wie sieht's bei euch aus? Wie habt ihr diese Zeiten erlebt und wie ist eure Meinung? Schreibt's uns gerne mal in die Kommentare und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, danke an GameStar für die Möglichkeit, diesen Rückblick zu erstellen und bis zum nächsten Mal.